Hallöchen alle miteinander, hier ist wieder Eukon. Ihr seht mal wieder Omsi. Ich mach's heute ein bisschen kürzer mit der Leitung. Ihr seht, wir benutzen heute mal das Add-on des Ophelophimbos. Wieder auf der alten Rheinhausen-Map. Bisher ist ja noch kein Add-on erschienen. Eieiei, ist der Leute. Aha. Auf der Linie 10 fahren wir heute. Ich hoffe, ich habe es richtig angegeben, werden wir gleich sehen. Oder auch nicht. Nee, das war die falsche Route. Ja, keine Anzeige. Schade. Dann nicht. Fahren wir so. Wir machen noch mal die Luken auf, denn es ist ziemlich warm heute. Ihr seht schon, wir haben eine Temperatur von 27 Grad bei mir draußen. Wobei ich das Originalwetter von Dortmund nehme, was ja dem meinem hier am nächsten kommt. Wirklich ziemlich warm. Also ich spule mal jetzt die Zeit etwas vor, so weit. Muss ich eben gucken. 9 Minuten. Gut. Mal 19. Gut. Sollte soweit passen. Es will nur keiner einsteigen. Wir 10 nach ein Dorf. Ach. Oh Mann, die Anzeige ist verbuggt. Mag den anderen Sound, der in der auf 405 und 2 macht, wird besser. Finde ich besser. Oh, ich sollte vielleicht mal die Weghilfe anmachen. Ich weiß nämlich nicht, wo es hier lang geht. Keine ein, können aussteigen. Weiter geht's. Ich müsste jetzt, fällt mir was ein. Ich habe eine Sache vergessen. Und zwar mal wieder den 4 GB Patch zu installieren. Das kam ja jetzt vorgestern, beziehungsweise bei mir waren es gestern Nachmittag, morgen, je nachdem, ich weiß es nicht mehr genau. Ich hatte ja Spätschicht. Kam ja der Patch für Omsi raus, der 2.3er Patch, der jetzt das Doppelgelenk offiziell möglich macht. Hallo. Keine Ansage, stimmt. Eigentlich kann ich es einfach so lassen. Aber noch läuft es. Den mache ich jetzt auch mal weg. Scheiße. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass ich hier schon rüber muss. Ich dachte, das wäre jetzt hier eine Doppelabbiegerspur, aber die Straßenmarkierung zeigt was anderes.
Der O405er ist wirklich ein sehr schöner Bus geworden, wie ich finde. Eine etwas seltsame Größe, aber. Ach so, allein für Busse. Mit einer U-Bahn-Haltestelle, warum nicht? Hallo. Boah, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, merke ich gerade. Ja, ich glaube, ich weiß, woran das Problem ist, dass er hier falsch schildert. Es war an der Hofdatei, die ist nicht für diese Anzeige ausgelegt anscheinend. Aber das ist halt so wild. Da gibt's Schlimmeres. Aufpassen, wir könnten jetzt eventuell eine Straßenbahn bzw. U-Bahn kreuzen. Ich habe mich ja auch mal ein bisschen umgeguckt wieder im Forum, so in Rheinhausen. Hallo. Das wollten sie ja seinerzeit Payware machen, aber bis jetzt ist da noch nichts in der Richtung erschienen. Haben nur einen Ankündigungspost gemacht, beziehungsweise Thread, in dem es darum ging, dass sie jetzt ankündigen, dass Rheinhausen Payware wird. Und das dann auch noch mit einem C2Ü. Also ich denke mal, dass es C2Ü ist. Wobei da viele doch gesagt haben, muss das denn jetzt schon wieder ein C2 sein? Gibt denn nicht auch mal was anderes? Gibt ja nicht schon zwei Add-ons, wo C2 drin verbaut wurden. Dass man jede Variante mittlerweile Payware machen muss, also da fragen sich die Leute das wirklich zurecht. Man muss nicht für jeden Scheiß Geld ausgeben. Für die Karte gerne, aber nicht nochmal für den Bus. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, wann wird es endlich grün, ne? Jetzt. Keine Ahnung. Ich bin auch am Überlegen, ob ich die Tage mal wieder X10 fahren soll. Ich
glaube, das werde ich die Tage mal wieder machen. Entweder X10 oder Hamburg. War beides ja recht gerne. Wobei ich im Moment mehr auf Hamburg und den AGG von Van Hool heiß bin. Ich kenne das nicht mit so einem Ding-Dong, die ein Haltewunsch, sondern mit so einem Ding. Hallo. Hallo. Na, mit so einer metallenen Klingel. Hallo. Hallo. Weil das wahrscheinlich von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich ist. Ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass bei diesem Wetter mit einem O405 zu fahren, der gar keine Klimaanlage hat, wirklich die Hölle sein muss. Die Leute damals tun mir richtig leid. Ich meine, dass teilweise Busse ohne Klimaanlage bei dem Wetter rumfahren, haben wir hier in Hagen ja noch zu häufig, wie ich finde. Also, wir haben leider auch noch viel zu viele Busse ohne Klimaanlage. Und wenn, haben wir auch Busfahrer, die haben keine Lust, die Klimaanlage anzumachen und machen einfach nur die Dachluke auf. Tag. Ui, schöner Kreisverkehr. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade überhaupt nichts sage, aber ich genieße einfach die Streckenführung. Hoppala. Hallo.
doch nicht. Ich dachte, jetzt müsste ich kurz auf die andere Fahrbahn wechseln. Wegen den geparkten Fahrzeugen hier, aber es passt doch nicht. Das wäre die Fußgängerzone von Rheinhausen, diese so schöne, die ich so gerne mochte. Ach ja, da fällt mir gerade ein, ich habe gestern wieder ein paar Infos mitgekriegt zum immer in A21, A20 und A... Lass mich nicht lügen, das war der A... 25 oder was das war, der von Crazy? Ich kann mir den 15 Meter Bus einfach nicht merken von der Bezeichnung her. Das sah schon sehr schick aus, wie ich fand. Es gibt zwar, wird zwar keine Ü-Variante geben, beziehungsweise keine Variante mit einer Tür vorne, zwei Türen in der Mitte und eine Tür hinten, aber immerhin, es wird Außenschwenktüren geben. Wer weiß, vielleicht werden auch Außenschiebetüren möglich sein. Dazu kann man noch nicht viel sagen. Chrisley hält sich mit allen seinen Infos ja manchmal auch ein bisschen bedeckt oder zurück, weil er will noch nicht zu viel versprechen. Aber ich finde, er leistet sehr gute Arbeit. Hoppala. Oh, ich denke, wir sind alle gespannt, was da rauskommt. Hallo. 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 Des Weiteren durfte ich ein paar schöne Bilder sehen von MANA 37 Hybrid. Von einem Bekannten von mir, der hat sich dem Bus mal ein bisschen unter die Lupe genommen. Ein paar Skripts ausgetauscht, das Original MAN Hybrid Dash eingebaut. Ich muss zugeben, das sieht jetzt sehr genial aus. Genau wie das Vorbild, würde ich mal behaupten, welches er sich genommen hat. Das wäre dann nämlich der Hagener Hybridbus. Also da kann man schon gespannt sein. Vielleicht wird der Bus veröffentlicht, ich kann dazu noch nichts großartig sagen. Ist ja leider nicht mein Fahrzeug. Mit etwas Glück werde ich ihn irgendwann bald hier zeigen können. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht falsch gefahren. Anscheinend nicht. Sonst würde die Zeit wesentlich schneller runtergehen gerade. Und weiter.
hier ist auch schon wieder das Ende der Fußgängerzone. Ich finde sie sehr groß dafür, dass die Stadt nicht ganz so groß ist. Wobei, so wie ich das mitgekriegt habe, in dem Add-on von Rheinhausen wird die gesamte Karte quasi nochmal erweitert um ziemlich viele Linien. Mal schauen, was da so bei rauskommt. Es wird aber wirklich warm. Machen wir hier mal das Fenster auf. Ah, ist schon ganz. Und vielleicht ein bisschen das Rollo runterziehen. Hat nicht viel gebracht. Grün wird es irgendwie auch nicht. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Ich muss zugeben, seit dem Update läuft Omsi wesentlich flüssiger. Guten Tag. Drück mal die Daumen, dass es jetzt wieder grün wird. Okay, dann nicht. Jetzt kommt der erste Hänger, den ich heute habe. Nee, das war kein Hänger. Du bist wohl nicht fahren. Ach so, ich weiß, was los ist. Der hat vorher die Haltestellenbremse nicht angenommen gehabt. Jetzt. Als ich losgefahren bin, wollte ich die Haltestellenbremse wieder rausnehmen. Und dabei hat er sich dann eigentlich reingemacht. Naja, macht nichts. Wir haben nicht allzu viel Zeit verloren. Hallo. 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 Guten Tag. Jetzt wird's aber voll hier. Ich vielleicht doch den Gelenkbus nehmen sollen, oder? Wir sind schon am Ziel. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, doch nicht. Das heißt Elisabethenstraße.
Interessant. Sehr interessant. Ziemlich laut, wie ich finde. Aber so waren die Busse ja damals. Bertram dann. Ich bin viel zu schnell. Schauen, wie lange die Linie noch geht, ne? Sonst muss ich sie in zwei Hälften splitten, weil ich kann heute nicht ewig spielen. Das Leid eines jeden Autofahrers, die rote Ampel. Hoppala. Tja, ich krieg grad die Meldung, wo wir über Rheinhausen reden. Das Release-Datum hat sich verschoben. Anscheinend schon wieder. Und zwar auf den 20.10. Warum? Keine Ahnung gerade. Ich habe nur gerade die Mitteilung einer Gruppe bekommen. Naja, was soll's. Aber der Release von Add-ons bzw. DLCs ist ja nichts Neues bei OMSI. Generell in der Computerspielwelt muss man damit immer wieder rechnen. Beziehungsweise muss man es eigentlich schon fast schon bei jedem Spiel in Kauf nehmen.
Bisschen breit die Straße, finde ich. Wird ja schon diese einen Streifen hier reichen. Wollt jetzt nur jemand einsteigen, korrekt? Ja. Bin viel zu früh, merke ich gerade. Cool. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Ich wollte eigentlich die Retarderbremse benutzen, aber hat er wohl nicht. Hallo. Hallo. Gut, jetzt warten wir aber die paar Minuten. Zeit haben wir. Naja, das dauert mir jetzt zu lange. Das wird uns langweilig, ich will ja fahren. Und wir müssten gleich am Ziel sein. Die Haltestelle hieß ja jetzt, glaube ich, Neuendorf oder keine Ahnung. Tut mir leid. Hallo. Thank you.
Das sind aber auch nur Busse. Neuendorf Ausstieg. Ups. Wieder mit dem Bordstein gefahren. Naja, nun denn, das war die Linie 10 auf Rheinhausen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Mir hat sie super gefallen. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.